Grüßt euch. Ich hoffe, ihr konntet ohne Probleme jetzt euer Smartphone in eure Cardboard-Brille reinstecken und entsprechend das Video jetzt sehen. Oder ihr habt gleich den Link in eurer VR-Brille aufgerufen, falls ihr die schon besitzt. Auf jeden Fall freue ich mich, euch einen Einblick in Virtual Reality liefern zu können. Was können wir da für neue Inhalte, entsprechend auch für neue Kundenerlebnisse schaffen, die dann entsprechend für eure Unternehmen, für eure Vorhaben doch noch einen Schritt in die Moderne dann halt darstellt. Das, was ihr jetzt nutzen könnt, ist eine Lösung, die es eigentlich schon recht lange gibt. Die Anfänge, die seht ihr hier. Das ist eine Idee von Google gewesen. Ihr konntet hier euer Smartphone reintun und wenn ihr dann, wie in der Beschreibung kurz angegeben, auf das Cardboard-Symbol dann im Video klickt, in eurer YouTube-App, dann wurde euch entsprechend hier schon in dieser Lösung, deswegen Cardboard eben vom Namen her, wurde euch das Bild im Grunde fürs linke und fürs rechte Auge separat dargestellt und ihr konntet ein 3D-Bild euch anschauen. Das gleiche, weil die Gyroskopen eurer Kamera, also die Bewegungssensoren, mit berücksichtigt wurden in der App, ist auch für 360-Grad-Videos möglich. Die gibt es normalerweise zweidimensional, aber ihr habt halt um euch herum, während ihr das Video schaut, dann etwas zum Ansehen, also eine Aufnahme. Und es gibt mittlerweile aber auch Kameras, die selbst diese 360-Grad-Bilder in 3D aufzeichnen. Die nächste weitere Entwicklung waren dann diese Virtual Reality Brillen. Jetzt hier ein Beispiel von Oculus, Tochterunternehmen von Meta, ehemals Facebook. Was wir hier im Endeffekt vom Prinzip haben, ist, dass wir hier vorne auch ein Smartphone verbaut haben mit einem Wi-Fi-Sensor. Das heißt, ihr könnt auch die Informationen über euer lokales Funknetzwerk empfangen und könnt dann da in die virtuelle Realität einsteigen. Die virtuelle Realität, das kann dann zum Beispiel jetzt so ein 3D-Video sein, so wie ihr das seht, jetzt mit dieser tiefen Information, wenn ich jetzt die Kamera zum Beispiel in eurer Nähe halte oder weiter weg, das ist etwas, was ihr dann halt ganz natürlich wahrnimmt, was nicht plan ist, wie im klassischen TV-Bild in 2D. Aber wir haben auch computergenerierte Inhalte, wie sie oft gerade auch bei der Augmented Reality zum Tragen kommen, wo euch auf euer Smartphone, auf dem Display dort oder aufs Tablet auch Inhalte noch zusätzlich auf ein aufgezeichnetes Videobild drauf projiziert werden. Das gibt so als Beispiele wie Pokémon Go oder die Vatims, die ich euch in der Präsentation kurz vorstelle, wo man dann entsprechend dann sogar spielerisch einen sehr guten Markenkontakt, ein gutes Markenerlebnis dann aufbauen kann. Das, was ihr jetzt seht, ist ein sogenanntes stereoskopisches Bild. Wie gesagt, wir haben hier eine Kamera mit zwei Optiken, eine fürs linke, eine fürs rechte Auge und es gibt auch Kameras, die das für 360 Grad in alle Himmelsrichtungen dann haben. Ein Beispiel, wie ihr das selber einfach machen könnt, ist die Views XR, wie ich sie jetzt gerade benutze. Es gibt aber auch, je nach was für Ansprüche, für Anwendungsbereiche ihr habt, Möglichkeiten, wie jetzt hier, das ist die StereoPi als Beispiel, das ist ein Selbstbau-Kit, wo man dann auch in unterschiedlichen Qualitäten Kameras verwenden kann, auch mit einem Wi-Fi-Anschluss. Wenn ich jetzt hier Strom anlege, das Gerät kann sofort an eine gewünschte Adresse ins Internet das 3D-Bild streamen. Wir könnten es auch als 360 Grad machen und wir könnten das sogar in ein Unterwassergehäuse einbauen, wenn ich jetzt im Aquarium oder von unterwegs aus was aufnehmen möchtet oder bei schlechtem Wetter. Auch das wäre hier mit dieser Kamera eben stereoskopisch oder 360 Grad möglich. Und das schafft euch natürlich sehr große Möglichkeiten, welche Inhalte könnt ihr da erstellen, zum Beispiel aus der Fertigung, wie sind Produktionsprozesse, wenn ihr neue Produkte präsentieren möchtet, Schulungen, Arbeitssicherheitstrainings und. All das ist natürlich hier mit dem natürlichen Blick, so wie wir ihn haben, als Menschen in 3D üblicherweise, ist das hier möglich und schafft natürlich dann ein sehr persönliches, intimes Erlebnis. Wir sprechen da auch von einer Immersion und von einer Präsenz, also das Gefühl vor Ort zu sein und das Gefühl wirklich in der Realität auch verfangen zu sein. Und das ist das, was gerade durch diese Virtual Reality Brillen natürlich möglich ist, selbst bei diesen 3D-Videos, also diesen stereoskopischen Videos. Noch einen weiteren Schritt weiter, den können wir hier mit
diesen Kameras machen. Das ist jetzt hier eine RealSense von Intel oder der Klassiker, der auch sehr, sehr beliebt ist, aber schwer leider aktuell erhältlich. Das ist von Microsoft eine Kinect DK. DK steht für Developer Kit. Mit ihr können wir nicht nur, oder mit den beiden können wir nicht nur Videos aufzeichnen, so wie jetzt gerade mit der normalen Kamera, sondern es wird zusätzlich auch eine Tiefeninformation aufgezeichnet. Also praktisch mit einem Laser, könnte man sich das vorstellen, wird auch noch ein dreidimensionales Bild von euch erzeugt. Das hat zur Folge, dass wenn wir mehrere solcher Kameras einsetzen, zum Beispiel um eine Person oder ein Objekt herum, können wir von dieser Person und diesem Objekt ein dreidimensionales Objekt, ein Bild, ein Abbild erzeugen, um welches wir sogar in einem virtuellen Raum herumlaufen können. Also sprich, wir können dann Videos erzeugen, als würden wir gegenüber am Tisch sitzen. Das ist das, was jetzt auch Google schon macht. Sie haben einen Fernseher entwickelt, wo man sich vor diesen setzen kann und als würde man, ihr kennt das vielleicht, wenn man ein Gefängnis in den USA besucht, so der Klassiker, dass man durch so eine Scheibe dann miteinander spricht und einen Hörer in der Hand hat und so ähnlich kann man sich das vorstellen, aber man spricht in 3D und die andere Person praktisch hinter der Glasscheibe, die ist aber vielleicht 100, 200, 300 Kilometer von einem in Wirklichkeit entfernt. Aber es wird einem mit einem 3D-Monitor so dargestellt. Das sind jetzt alles ganz neue Entwicklungen. Man kann sagen, so ab der letzten 5, 6 Jahre ging das eigentlich so richtig los. Und natürlich jetzt auch durch Covid-19 hat das nochmal einen kräftigen Schub bekommen. Einfach weil es auch in zum Beispiel Arbeitstreffen, in Beratungsinformationsgesprächen mit Kunden und dergleichen immer das Gefühl erzeugt, wirklich vor Ort zu sein. Das ist etwas Persönlicher. Das heißt, diese soziale Nähe, die ihr oft in vielen Beiträgen als fehlend, jetzt wenn man einen Zoom-Call und dergleichen hat, beschrieben bekommt, diese soziale Nähe, die ist dann tendenziell schon eher da und wird auch so in Experimenten, die wir jetzt auch mit Praxispartnern gemacht haben, hier an der ZHAW, wird das dann auch so bestätigt. Deswegen, wir haben diese Technologien und das Spannende ist, wir brauchen aber eigentlich Inhalte dafür. Und das ist jetzt ein Schritt, den ich jetzt an euch gerne weitergebe. Schafft neue Inhalte, belebt das System und schafft auch damit die Werte für euch und eure Kundinnen und Kunden, die wir mit diesen Tools auf verschiedene Art und Weisen dann entwickeln können. Bei Fragen, ich stehe euch gerne zur Verfügung, freue mich auf euer Feedback, auf eure Inputs. Viel Spaß dabei. Alles Gute.